Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plaid Up hier auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir versuchen auf jeden Fall nochmal hier in Richtung Salate zu gehen, ne? Weil das haben wir beim letzten Mal leider nicht geschafft. Und dementsprechend würde ich das gerne nochmal versuchen wollen. Und von daher, lass uns mal loslegen, ne? Ich bin gespannt. Kopfsalat zerkleinern und optional zerkleinerte Tomaten hinzugeben. Tipp, Rezepte können jederzeit im Pausemenü angezeigt werden. Genau, das wäre hier Rezepte. Greifen, handeln, genau, stillstehen, korrekt. So, was ist hier? Lass mich mal schauen. Buchungstisch. Okay, nee, danke. Glaube ich nicht. Hier haben wir eine Türe. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, ich würde Gruppengröße 1 bis 2. Das heißt, ich würde den Tisch eventuell hier hinpacken. Den Stuhl weg. Den Tisch hier hinpacken. Und den Stuhl weg. Genau. Dann haben wir hier den Tresen. Da kommen die Tomaten hin. Mülleimer, Geschirr würde ich hier hinpacken. Einmal so und einmal so. Okay. Wäre es eventuell intelligent, hier einen Tisch hinzumachen, dann könnten wir direkt hiervon aus servieren, ne? Wäre eine Möglichkeit. Okay, schauen wir mal. Dann können wir von hier aus direkt einen Tisch bedienen. Ich weiß nicht, ob das optimal ist. Müssen wir gucken. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Tag. Den Timer sollte ich eventuell auch mal beschleunigen bzw. einschalten. Dann würde ich es einfach mal testen, ne? Erster Tag und los geht's, Leute. Bin mal gespannt. Was wollen Sie? Sie wollen das, ja. Okay. Direkt nochmal Salat machen. Das muss einmal abgespült werden. Tomate. Und okay, habe ich mir fast gedacht. Ich weiß nicht, wie viele Gäste wir heute bekommen, aber okay. Auch mit Tomate, okay. Okay, einmal Salat,
Hast direkt zweimal Salat fertig. Einmal Tomate fertig machen. Den Teller noch weg. Und ab die Post. Kann ich auch hier drüber machen, ne? Okay, die wollen ohne Tomate haben, das ist gut. Eieiei. Okay, hat gepasst soweit. Sehr schön. Erwartete Gruppen 4 Stück und Gruppengröße 1 bis 2 wieder. Glückwunsch, du hast den Tag abgeschlossen. Sehr gut. Okay, Gesamtverdienst 32 Münzen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier natürlich diverse Sachen zu bekommen. Tresen. Upgradebar, vielseitig, kann Stein und Hand, okay. Esstisch, bis zu 4 Gäste. Bohnenmaschine. Okay. Forschungsschreibtisch. Tresenesstisch. Bohnenmaschine. Also glänzend besser aus. Glanz für alle Oberflächen. Erhöht Bewegung und verhindert Verschüttungen. Kostet 120 Taler, ne? Ist aber an sich eigentlich nicht schlecht, ne? Ich würde. Die abbrettbar, die ist sogar abbrettbar, ne? Ich will lieber mal hier reinpacken. Forschungsschreibtisch. Forschungsschreibtisch wäre sogar noch besser. Ich glaube, den brauchen wir sogar, ne? Verbessere eine Blaupause in einem benachbarten Schrank, ja. Gut, dann müssen wir den holen. Gut, dann haben wir keine andere Chance. Wir müssen jetzt hier nochmal einen Tag machen. 4 Gruppen, 1 bis 2 Größe. Hat ja so relativ gut geklappt. Wir hoffen, dass das auch jetzt diesmal klappt, ne? Bin mal gespannt. Jetzt kommen direkt natürlich 2 Personen. Das ist natürlich doof, aber egal. Sollt ihr haben, auch mit Tomate, okay, war klar. Sitze. Ja, mit Tomate natürlich, ne? War ja klar. Einmal Geschirr sauber machen. Einmal hier Geschirr sauber machen. Danke. Einmal Salat fertig machen. Eieieiei. Tomate fertig machen. Salat fertig machen. Ist die letzte Gruppe auch für heute. Die hier unten. Einmal mit Tomate, einmal ohne Tomate. Okay.
den Forschungsschreibtisch können wir jetzt dementsprechend direkt aufbauen. Glückwunsch, hast den Tag abgeschlossen. Verdienstsalar 30, Spielerzahl Bonus 8, Gesamtverdienst 38. Sehr gut. Erweiterte Gruppen jetzt als nächstes 5 Stück, auch Gruppengröße wie 1 bis 2. Ja, den Forschungsschreibtisch hätten wir hier. Spülbecken, upgradebar. Ja. Forschungsschreibtisch, haben wir schon einen, dementsprechend brauchen wir den nicht. Esstisch, Tablettständer, doppelte Produktivität, halte 2 halten um 2, oh, 2 Gegenstände gleichzeitig, Tresen. Als erstes den Forschungsschreibtisch, sowieso. Und dann wollen wir Spülbecken. Upgradebar. Das wollen wir upgraden, genau. Und upgradebar, ne? Müssen wir gucken, kriegen wir schon hin. Kriegen wir hin, oder? Kann man nochmal einen Esstisch? Ne, Esstisch nicht. Ein Tablettständer, Esstisch. Forschungsschreibtisch. Ein Tresen nochmal. Ein weiterer Tresen. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ich würde eher doch in Richtung Esstisch vielleicht sogar gehen. Ja. Ich würde eher weiteren Esstisch aufbauen. Das nicht? Oder was? Da bin ich jetzt doof. Ah. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge noch einen Probelauf. Würde ich sagen. Machen wir Probelauf und dann schauen wir weiter. In dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Servus und tschüss.